Unabhängige Abfüller, ja, ich bin Fan davon. Ich brauche es nicht, dass irgendwie Marke X, Label X oder und so weiter auf den Flaschen steht. Nein, für mich zählen so ein bisschen die Fakten, aber es muss auch nicht immer alles bekannt sein. Deswegen habe ich mal einfach unabhängige Abfüller mitgebracht, die auch sich ein bisschen unterscheiden. Hier habe ich so ein paar Abfüllungen, die sind nicht nur unabhängig, sind dann eher so Batches oder ja, As We Get It, so eine Reihe. Ja, die bringen einmal Highland Malts raus, wie hier Highland. Das sind junge, frische Highland Malts, 66,1 Volumenprozente. Mehr Infos habe ich nicht. Ich weiß, es ist ein Highland Sherry reifter Malt. Ich habe ihn vorher probiert, ich fand ihn genial, kostet so um die 50 Euro. Aber mehr Angaben habe ich nicht. Ja, wie alt, keine Ahnung. Da kommen regelmäßig welche raus, manchmal sind auch älter. Ist dabei, muss man sich drauf einlassen, wenn nicht man schon mal probiert hat und sagt, hey, für gutes Geld, tolle Whiskys, ist das eine schöne Reihe. Es gibt aber auch andere Abfüller, hier Eddie Redgrave, die so richtige Labels machen, also Cask Islay, das sieht schon aus wie ein eigenes Produkt, Port Askalk, ja. Was da drin steht, ich meine, der hat nicht mal ein Alter, ist ein junger Islay Malt, mal wurde mal gesagt, Carl Illa, Cask Islay, ob es das wirklich ist, ein speckiger Malt, ich weiß es nicht, der eine oder andere kennt ein Gerücht, aber solche Serien gibt es. Wie gesagt, Port Askalk. Was ist da drin? 8 Jahre Islay Malt. Es gibt aber auch Abfüller wie SMWS oder Scotch Universe und noch andere, die solche Codes drauf machen. Ja, das ist quasi hier durch diesen Code, weiß man, welche Brennerei es ist. Man kann es rausfinden. Hier Menoch Malt zum Beispiel, wenn man dann im Netz sucht und das 78. Fass, weil die 64er Punkt sind dann immer die Fässer. Also auch hier gibt es eine Variante. Auch da offiziell weiß man es nicht. Sie machen es einen, aber sozusagen möglich ist rauszufinden. Es gibt aber auch noch andere Abfüller, die wirklich einfach alles draufschreiben. Da gibt es größere und kleinere. Wenn wir jetzt hier Signatory, da gibt es gleich drei Serien. Das sind jetzt die 43 Volumenprozent. Da gibt es die Fassstarken, die Unshelfiltered Collection und. Menoch Moor, alle Daten, welches Fass, welcher Jahrgang, wann destilliert. Super Sache. Aber es gibt auch andere kleinere Abfüller, würde ich mal sagen. Hier MR Whiskey, ja, Spirit of Caledonia, das ist ein Loch Lomond. Auch wieder 6 Jahre, fast stark oft abgefüllt, das macht so besonders. Und auch für schönes Geld kriegt man da tolle Whiskys. Oder hier, was haben wir hier? Anamna Alba, unabhängiger Abfüller, die halt regelmäßig mehrere Fässer rausbringen. Oder auch hier würde ich auch wieder sagen, nicht ganz so groß wie Signatory, aber ein Abfüller, der schon länger dabei ist und auch immer sehr viel rausbringt. Alambic, hier jetzt diese blauen Etiketten, das sind dann auch, die haben schon teilweise Serien. Ja, also. Unglaublich viele Dinge, tolle Sachen hier drin rum, finde ich. Mir macht es einfach Spaß, man kriegt was fürs Geld. Die Flaschen sind oft nicht so teuer. Ich glaube so um die 30 Euro, der hat so 60 gekostet, hier ein 50er. Also wir liegen so zwischen 50 bis 70 Euro. Natürlich gibt es da auch teure Flaschen, wenn man unabhängigen 20 Jahre alten Malt will heutzutage oder noch älter. Aber meistens sind sie ein bisschen günstiger als die Originalabfüllung und kommen noch natürlich daher. Also nicht irgendwie in Fass gefärbt oder gefiltert, sondern oft straight from cask, single cask Abfüllung, und das macht es einfach genial für mich. Es gibt so viele unabhängige, ich hätte mir hier noch viel mehr hinstellen können, aber ich dachte, für den Eindruck zählt es erstmal. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum bestimmten Abfüller, fragt mich einfach mal, vielleicht weiß ich was. Ansonsten würde mich interessieren, was ist euer lieblingsunabhängiger Abfüller? Ich finde Alambic ganz groß, die alten Abfüllungen haben mir sehr gut gefallen. Aber ich will da jetzt auch keinen wirklich irgendwie in den Vordergrund rücken. Die sind irgendwie alle sehr gut. Aber Alambic, die haben schon ein paar Flaschen, die mir sehr gut gefallen haben, sage ich es mal so. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr lasst mir einen Daumen da, ein Abo da, und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao.